Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Fintech-Talk bei Inside Wirtschaft. Ich bin heute im Hochsicherheitstrakt der WebID Solutions und die beiden Geschäftsführer Thomas Fürst und Frank Jorger werden mir erklären, wie das mit der Web-Identifizierung funktioniert. Wir sind jetzt hier im Herzstück, dem Ident Center. Also hier sprechen die Mitarbeiter mit den Kunden. Wie ist das aufgebaut? Ja, wir haben hier drei Faktoren, die wesentlich zur Sicherheit des Ident Centers beitragen. Das erste ist eine lückenlose Zugangskontrolle, die es uns ermöglicht, revisionssicher nachzuweisen, wer zu welcher Zeit das Center betreten hat oder auch verlassen hat. Durch diese Schleuse bin ich ja selber gerade gelaufen. Ganz genau. Die zweite wäre tatsächlich die Tatsache, dass wir hier jegliche Datenkommunikation in das Center und aus dem Center heraus verschlüsselt und abgeriegelt haben. Und die dritte ist die Tatsache, dass keinerlei personenbezogene Daten hier im Ident Center tatsächlich gespeichert werden. Und was sind die großen Herausforderungen? Ja, die WebID ist ja sehr explosionsartig gewachsen. Und mit diesem explosionsartigen Wachstum geht natürlich die Herausforderung einher, das entsprechende Personal in der entsprechenden Stückzahl zu finden, zu trainieren und hier tatsächlich im Center zum Einsatz zu bringen. Zweitens kann man noch anfügen, in den letzten drei Jahren hat sich die regulatorischen Anforderungen, gerade auch die Compliance-Anforderungen der Banken, stark angehoben. Und diesen Anforderungen mussten wir natürlich als WebID, als Marktführer gerecht werden und diese vorauseilend bereits umsetzen. Das ist uns auch gelungen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie entstand die Idee von WebID? Ja, es ist ja sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren in der Entwicklung von WebID. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, stammt die Idee aus der ganz klaren Situation, dass es für zwei Teilbereiche keine Lösung gab, ja, also im digitalen Bereich. Das erste Thema war die Identifikation. Identifikationen waren immer altmodisch, immer noch durch Postfilialen und Ähnlichem durchzuführen. Da gab es das Anliegen, das zu lösen. Da habe ich mich rangesetzt zusammen mit meinem Team und das dementsprechend gelöst. Und das zweite war die Thematik Vertragsabschluss. Auch das war etwas, was nur mit handschriftlicher Unterschrift ging. Und auch das haben wir komplett digitalisiert zum Komfort und Vorteil aller Endkunden. Welche Vision steckt hinter WebID? Ja, Vision ergibt sich so ein bisschen auch aus der Idee heraus, und zwar die Vision ist ganz klar zu sagen, jedem Nutzer zu ermöglichen, also jedem, der das WebID-Verfahren nutzt, ja, egal an welchem Ort er sich befindet, ja, ich sag mal, ob er sich theoretisch am Strand befindet mit einem Laptop, ja, ob er in einer Bar sitzt oder ob er zu Hause sitzt bei sich, sich wirklich rechtskonform identifizieren zu können. Das heißt, ihm die Möglichkeit zu geben, überall von jedem Ort dieser Erde das durchzuführen und vor allen Dingen auch nicht nur in der Bankbranche, ja, in der wir ja sehr, sehr stark Fuß gefasst haben und Marktführer sind, sondern auch in vielen anderen Branchen, also auch genau bei Versicherungen, genauso bei Krankenversicherungen, genauso bei Carsharing-Anbietern, bei Energieversorgern und anderen Unternehmen. Wer waren denn die ersten Kunden und wie hat sich der Markt verändert? Ja, ab April 2014 haben wir als WebID rasant zuerst die Commerzfinanz, dann aber auch in schneller Folge die DKB, American Express und auch die Targo Bank und ING, die war aufgeschaltet. Die Nachfrageseite hat sich seit dieser Zeit substanziell verändert. Wir erleben in den letzten 12 Monaten einen sehr, sehr starken Zuwachs an Nachfrage aus dem europäischen, aber auch aus dem weiteren internationalen Ausland. Sie setzen ja auch teilweise auf manuelle Prozesse. Warum? Ja, der Hintergrund ist ganz klar die Sicherheit. Ja, wir haben zwar auch Automation mit unserem Prozess mit enthalten, aber die Sicherheit, die wir brauchen quasi, um allen Banken und allen Nutzern von Banken die GWG-konforme Identifikation zu ermöglichen, ist nur in Kombination mit hochqualifiziertem Personal möglich. Und das gilt auch nicht nur innerhalb der Bankenbranche, sondern auch außerhalb, weil Sicherheit ist bei so einem Verfahren das oberste Gebot. Von 2 auf 200, Sie sind ein sehr, sehr stark wachsendes Fintech-Unternehmen. Wie sieht da personalweise die Zukunft aus? Ja, der Status ist heute so, dass wir demnächst ja sehr zeitnah jetzt 200 Mitarbeiter erreicht haben und es werden noch in diesem Jahr deutlich mehr werden. Ja, wie haben wir das erreicht? Ganz klar, indem wir an unseren Prozessen gefeilt haben. Das heißt also, wir haben hier ein extrem gutes Team, die hervorragend zusammenarbeiten. Also alle Mitarbeiter sind quasi mit der Unternehmenskultur WebID ganz klar verankert. Und das Zweite ist, wir haben uns Prozesse überlegt, wie wir sehr schnell neues, qualifiziertes Personal finden und vor allen Dingen auch für diesen hohen Sicherheitsbereich, in dem wir arbeiten, anlernen können. Also vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns heute gewährt haben, Frank Jorger und Thomas Fürst, die Geschäftsführer von WebID Solutions. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal beim Fintech Talk bei Inside Wirtschaft. Schauen Sie auch auf unsere Webseite www.inside-wirtschaft.de.